Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir sind in der letzten Folge hier draufgegangen. Etwas anderes vielleicht. Ja, und wir müssen jetzt wieder. Ja, wir müssen die drei da erstmal kaputt machen. Irgendwie hinkriegen. Langsam. Wir schnappen uns die Satellitendaten und springen weg. Ja, das kennen wir schon vom letzten Mal. Ich gehe aber hier mal ein bisschen runter. Und mach hier das mal. Bilder lassen wir auf jeden Fall. Ah, okay. Antrieb brauchen wir noch. Ich schaue mal, ob wir die vielleicht kaputt kriegen. Ich speichere hier auch noch einmal, dass wir dann schnell speichern kommen. Dass wir dann direkt hier laden nach dem Gespräch. So, ich mache aber lieber so. So. Ich hoffe, wir kriegen das hin gegen den. Ansonsten müssen wir schauen, dass wir vielleicht... Ja, komm. So. Komm. Ersten. Ah, jetzt. Sprungantrieb aufleihen. Ah, komm. Hülle reparieren, ja? Komm, das müssen wir jetzt schaffen. Komm. Nein! Okay. Das wird... Wir müssen doch schleichen. Wir sind nicht stark genug gegen die. Gegen drei von denen. Dann machen wir das vielleicht doch. Die haben uns gesehen. So. Ballistik brauchen wir eigentlich gar nicht. Nutzen wir gar nicht. Vielleicht müssen wir auch... Komm. Ah, komm. Wir sind Level 14 sogar. Ja, wir sind jetzt. Radsprung hat's erwischt. Wir müssen die Schilde wiederherstellen. Komm, die Schilde. Wir nehmen Schaden. Ja, nein. Ich würde sagen, wir laden eine. Doch lieber danach, direkt während des Gesprächs. Ne, wir laden wirklich, wir laden jetzt hier. Nein, das war die falsche Ladestelle. Dann doch vielleicht hier. Diesen Spielstand. Ich weiß jetzt nicht, wo wir... Ich wollte auf jeden Fall das Gespräch vielleicht. Verdammt. Wir müssen jetzt wirklich... Vielleicht das? Das Fadenkreuz deines Schiffs pulsiert kurz blau, wenn du dem Gegner Schildschaden zufügst. Ja, okay. Ja, erstmal das Gespräch. Was haben wir denn hier? Siehst du diese Gruppe von Schiffen? Was passiert? Ja. So. Keine Ahnung. Haus Varun unterhält. So. Nein, aber es schwebt ein Just, wenn wir nach. Ja, jetzt erstmal überspringen, komm. So. Richtig. Ja. So, erstmal hier das runter. So.
Okay, komm, eins auf Ballistik. Machen wir jetzt erstmal ganz schnell, beziehungsweise hier, das ist das Ziel. Irgendwie müssen wir da hinkommen, ohne entdeckt zu werden, erwischt zu werden. Ich würde jetzt vielleicht sogar speichern, schnell speichern. Das wäre vielleicht sinnvoller, anstatt dass wir die angreifen. Mach ich mal so. Irgendwie müssen wir da... Oh, große Schlange, segne diese Gemeinschaft, damit wir Jinanwa oder warte. Vielleicht müssen wir so machen, damit die uns nicht entdecken. Er erfuhr die Wahrheit über die Verhüllung, die kommende ewige Umarmung. Ich lasse das mal alles vielleicht aus. Und verbannst die Verfluchten in die Schatten. Schilde offline, ja. Wir müssen unser Schiff auch mal reparieren, definitiv. Und ausrüsten. Wir sind ja gerade mal Level 5. Vielleicht muss ich auch noch ein bisschen... Ach komm, noch sind wir nicht zu nah an denen. Ich bin jetzt hoch konzentriert, sorry, dass ich jetzt nichts sage. Aber ich würde am liebsten unentdeckt bleiben, jetzt, wenn die so stark sind. Die sind echt viel zu stark gerade. Wir müssen die Argonische Mai definitiv weiter ausbauen. So, vielleicht das Tempo halten von 15. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher, wie langsam oder wie schnell wir sein müssen, um dahin zu kommen. Um zurechtzukommen. Satellitenbake. Aber wir sind schon eigentlich trotz einem relativ schnellen Tempo dahin auf dem Weg. Ich mach mal ein bisschen langsamer. Vielleicht dürfen die unsere Geschwindigkeit nicht wirklich erkennen. Vielleicht machen wir mal auf 10 Tempo. 8. 9. Kommen jetzt auf 10. 10. Auf 500 Meter müssten wir ja kommen. Das ist die Aufgabe, das ist das Ziel. Ich hoffe, die sehen uns nicht. Und ich hoffe jetzt wirklich, die erkennen uns nicht. Die sind mit Stufe 14 wirklich doch ein bisschen zu hart für uns. Okay, bis jetzt scheinen die uns noch nicht erkannt zu haben. Ist aber auch echt heftig. Aber cool, dass die an sowas gedacht hatten, also Bethesda. Und wie das mit den Gravitation, Schilden, Raketen, Ballistik, Laser und so weiter ist. Dass man auch mal mit dem Raumschiff sneaky unterwegs sein muss. Und ich liebe eigentlich an sich so sneaky Gameplay. Aber hier im Weltall bin ich momentan nicht so sicher, ob ich wirklich ein Sneaky sein will. Oder hier, ich will schon irgendwie der härteste Hund hier sein, ja? So, noch 1000 Meter. Dann sind wir nah genug dran. Aber die scheinen uns jetzt nicht zu sehen. Und ich mag die Musik gerade. So,
Also Venus 5495 Kilometer. Jetzt ist nur die Frage, kann man auf der Venus landen? Wurde da mal Terraforming betrieben von Menschen oder eher nicht? So, noch ein bisschen. Gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Gleich haben wir es geschafft. Und nicht, dass wir jetzt gegen die da doch noch kämpfen müssen. Ja, gleich haben wir's. So. Und jetzt. Genau, was zur Karte? Warum zur Karte? Verlassene Relaisstadt. Nee, warte. Hier. Aktivieren. Das ist nicht gut. Die Erde und alles ringsherum wurde vor Ewigkeiten verlassen. Und in den alten Sternenwerften wimmelt es von Spacern und Plünderern. Wir müssen jetzt zur Erde? Wir müssen zur Erde! Boah, da will ich hin. Okay, warte mal. Schauen wir nochmal auf eine Sternkarte. So, nochmal raus. Also, Erde. Luna. Verlassenes Robotik-Labor. Ja. Reisen. Okay, aber jetzt ohne Gravitationsflug. Da, ah. Die Nova Galactic Sternenwerft. Immer noch beim Mond der Erde. Hier wurden die ersten interstellaren Schiffe hergestellt. Die Module werden immer noch verwendet, obwohl die Sternenwerft seit langem stillsteht. Mal sehen, ob Vanguard Moara in dieser Sternwerft ist. Ich will auf den Mond spazieren gehen. Ja! Wenn du einen kleinen Umweg machen willst, ich habe nichts dagegen. Vergiss nur nicht, dass wir Vanguard Moara und das Artefakt finden müssen. Du kannst an den meisten Sternstationen und Schiffen andocken, um sie zu betreten. Du musst das Schiff in deinem HUD anwählen und dann nah genug heranfliegen, damit die Aufforderung zum Andocken erscheint. Ah, okay. Luna, Mond von Erde, Solsystem. Okay, also hier können wir wieder ganz normal so. Schilder aktivieren wir auch erstmal. Ne, Ballistik weg. Dann haben wir hier zumindest wieder ein bisschen was. Andocken. Ah, so funktioniert das mit dem Andocken also. Okay. Nicht ein Kratzer. Abdocken, aufstehen. Boah, wie cool. Boah, jetzt will ich sehen, Argonian Maid steht da? Okay. So, was... Nova Galactic Sternenwerft. Jetzt kommt's, jetzt müssen wir unseren Raumanzug da drin anziehen. Ne, wir können hier... Okay, was ist denn hier passiert? Ligi Dietrich, Meldrum. Okay, es ist nicht Vanguard Moara. Die ist wohl rumgesucht und da kam jemand anders, um Hallo zu sagen.
Ja, ich mache mich bereit. Spacer Crews begegnen. Sie plündern verlassene Anlagen und erschießen alle, die ihnen in die Quere kommen. Sie sind sogar noch weniger organisiert als die Crimson Fleet. Verzweifelte Gruppen, die plündern und töten, um zu überleben. Schere, Spind. Okay. Fluganzug Wartung. Nehmen wir mal mit. Digi Dietrich. Kopfdecken Nova Galactic. Nehmen wir auch mal mit. Drahtspule. Jetzt bin ich neugierig. Verriegelt. Dieses Schloss ist zu schwierig. Ah, okay. Klebeband. Hier haben wir noch eine Leiche. Medipack. Spacerin. Nova Galactic. Digi-Dietriche. Ah, hier haben wir noch ein paar übersehen. So Papiertücher. Sind das Schaumbehälter? Algensnacks, Mehrfachpackung. Oh, Essen. Bordflasche. Schreibtischorganizer. Nova Galactic Sternenwerft. So, sie ist bei mir. Finden wir hier noch jemanden oder irgendwas? Hier wird noch geschossen, okay. Wer ist denn das? Anzug Navigator. Nehmen wir, was wir kriegen können. Inferno-Mine. Was sind das? Kampfmesser. Okay, nehmen wir mit. So, Tür öffnen. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Hier findet aber tatsächlich schon irgendwo ein Kampf statt. Seifenspender. Wir brauchen keine Seife. Okay. Okay, wir bleiben bei der Waffe. Hier fliegt schon alles rum. Alter, sind hier viele Gegner. Okay. Ekliptik. Und Spacer. Hier sind aber noch mehr. So, weg mit seinen Schilden. Einmal kurz hier. Komm. Hinter mir ist noch irgendwo jemand da. Spacer und Ekliptik, die kämpfen gegeneinander. Ja, komm, Headshots. Noch mehr Headshots. Komm. Und. Komm, den. Wieso treffe ich den nicht? Komm. Da ist noch jemand. Da hinten gibt es aber noch welche. Schnappen wir uns die. Und hier auch noch einer, irgendwo. Nehmen wir alles mit, was die haben. Hydraulikhammer, das nehmen wir mal mit. Chunks Apfel. So, was haben wir hier? Notizbuch. So, Squall.
AMP? Keine Ahnung, was das ist. Pritsche. Ja, erstmal Schlaf nehmen. Whisky! Also, oh. Hier sind ein paar gestorben. Greife Feind an! Oh, der, warte, der hat... Das. Festnageln! Ui! Sarah, ich brauche deine Hilfe, ja? Ah, Wohlbefinden hat sich erhöht. Unterbrechung am Bach. Wieso treffe ich nicht? Das war's. Ja, komm, triff den. Abbruch! Abbruch! So. Verkrüppeln Kampfmesser. Episches Item erhalten, nice. So. Alles mitnehmen. Das wird nichts. Dann mal los. Was? Lederkleidung synthetisch. Mir klingeln die Ohren. Wo? Da. Ich sehe nichts. Okay, warte mal. Ich habe eine Idee. Wir haben so viel Lebensmittel. Hier, Hilfe. So. Essen war das alles mal. AMP. Bier. Boom Pop Black Licorice. Boom Pop Soft Black mit Lakritzgeschmack. 3 Gesundheit. Plus 10% O2 Regeneration für 3 Minuten. Ahornsirup. Kenark Becken. Wir essen mal. So. Was habe ich jetzt alles genommen? So. Tja, es wird jetzt wohl nicht mehr gebraucht. Ich weiß, dass du hier bist. Komm. So, töte 50 Gegner. Greif mit Ziel an! Ach, da oben! Level 6 haben wir geschafft, nice. Oh, da kommen gleich noch mehr. Aber gut, dass die nicht gegen die Scheibe hauen können. Jetzt müssen wir hier aber alle mal durchsuchen. Was haben wir hier? Hüllenlos, was auch immer das war. So, Cheddar Cracker. Pika. Ja, Kartenspiel brauchen wir jetzt nicht. Zigarettenpackungen? Nee, wir. Please fix. Hier oben haben wir aber jetzt noch nichts. So. Ja, jetzt habe ich wieder zu viel Last. So, Digi-Dietriche. Keine Ahnung, was ich noch mitgenommen habe. Was ist das? Schneidezange. So, erstmal wieder ein paar Medipacks. AMP? Keine Ahnung, wofür AMP ist. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Und wir müssen unten noch ein paar Leute looten. So wie... Achso, die drei haben wir schon. Gab es hier noch welche? Oder irgendwas? Muss es doch hier irgendwo bestimmt was geben. Sidestar! Noch mal ein paar hüllenlose Dinger. Rettungsaxt umzingelt. Noch eine Tür, aber okay. Wir gehen da noch nicht rein. Wir gucken uns die anderen Leute nochmal an. Stimmt, haben wir irgendwas
übersehen, vergessen. So, hier zum Beispiel. Oder das hier. Und nochmal ein Digi-Dietrich. Ich glaube, das würde tatsächlich hier gehören. Und dann dafür das hierhin. Dann das. Hierhin und das hierhin. Ja, man muss schon achten, wie man. Rosinenmüsli, nice. Nochmal Muni. Weltraumschurke. Gucken wir nachher an. So, was haben wir hier? Ein Sofa können wir uns hinsetzen. Okay. Schlagschraubendreher. Missing One Rose Gold Earring. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Synthetic No Monetary Value, High Sentimental Value. If found, please contact SSCOM 3712 Sphere. Okay. Sarah, du darfst mitlooten, ja? Vielleicht findest du etwas, was ich übersehe. So, hier. Na, komm. Ja, Sarah, du bist jetzt auch im Weg. Nice. Wenn du überladen bist, solltest du anhalten und ausmisten. Oh, hier war noch einer. Der hat einen Kraken gehabt. Red Harvest Spaghetti. Zwiebeln. Was? Ne, da war nichts zu essen. Okay, muss ich wieder. Hier ist nichts. Bei denen ist nichts. Zwiebel und Salat. Ordner, Comstation. Ja, aber ich glaube hier. Oh. Brot, nice. Tomate. Kaffeepackung. Reis. Okay, wir müssen mal zusehen, dass wir unser Lager. Gummikäfer-Snack. Toast, nice. Unser Lager mal finden hier im Schiff. Ah, perfekt, noch ein Sandwich. So, Superfood passt ein Kit. Das nehmen wir auch mit. Lagerbehälter. Oh, Alienpfanne, nice. Okay, dann hätten wir hier schon mal, oder? Nee, Chunks Rind. Hier haben wir noch was. Würzige Würmer. Boah, wenn es um Essen geht, ich nehme alles mit. Spielmatte mit Symbolen. Herr des Schnees. Königin der Schatten. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. So, Nahrungskit. Rotwein. Pale Ale. Dass sie noch gut sind, alle. Credits. Wie sehr sind wir schon eigentlich überladen?
Hier ist verriegelt, ist zu schwer für uns. Anstecheln, Kampfmesser. Gibt es hier noch irgendwas Gutes für uns? Helm UC Security. Okay, das meiste brauchen wir eh nicht zu kaufen, dann. Was wir kriegen könnten. So, regeneriert 10 Gesundheit, okay. AMP und Medipack. So. Leere Bierflasche brauchen wir nicht. Hier ist es noch nicht, also zumindest für mich noch nicht so erkennbar, dass es wie in Fallout, dass wir alles einsammeln müssen zum Verwerten. Was hast du davon, ne? Was hat er da? Gleich ein Equinox. Was sind das? Rettungsteam Schlüssel. Hier gibt es sonst nichts für uns. So, Pinzette, leerer Baroma. Ich glaube, wir werden wirklich nicht mehr alles mitnehmen, was wir hier finden. Harte Zeiten. Schwert des Damokles. Na, ich hätte hier tatsächlich gerne Bücher über die Lore oder sowas. Oh, Medipack. Und noch ein AMP. Tablettenfläschchen. Ich weiß jetzt nicht, wofür die gut sind. Steht aber auch nichts drauf, deswegen lassen wir das. Penicillin. Eine Sanduhr. Komische Sanduhr. Ja, Karten. Okay, komm, wir gehen mal weiter. Stress Management can help. Hier gibt's noch was. So, Eieressenspaket. Na okay, hier gibt's nichts mehr. Was ist denn hinter der Tür? Ah, mit Rettung, mit dem Rettungsschlüssel. Okay. So, sonst hat der Waffenständer nichts mehr. Wir haben hier nochmal Brot gehabt. Das Brot noch immer frisch ist nach all der Zeit. So, die haben wir. Gibt es hier noch was? Space Run. Credits, sterile Nanoröhrchen. Oh, Nahrung. Apropos Nahrung, jetzt wird es wieder Zeit, ein bisschen was zu fordern hier. So, Adikron. Hier die Dinger. Regeneriert 10 Gesundheit. Regeneriert 15 Gesundheit plus 6 Tragekapazität für 5 Minuten. Das lassen wir mal. Das ist angemessenes Sandwich. Behälter mit Müsli. Das macht nichts. Regeneriert 3 Gesundheit plus. Ja, komm. Das regeneriert 15 Gesundheit. Das hier 5 Gesundheit. Cheddar Cracker 5 Gesundheit. Chicken Masala 15 Gesundheit. Plus 8 Tragekapazität für 5 Minuten. Stackt sich das? Chunks Apfel. Nochmal Chunks Apfel verpackt. Chunks Rind. Chunks Rind verpackt. Eier, Essenspack. Vollfood, würzige Würmer. Ah, da sehen wir auch die Gesundheit. Okay, Gummikäfer. Das hier auch nochmal 5. Kefir, 5. Regeneriert 10 Sekunden lang pro Sekunde 4 Gesundheit. Ah, okay. Also 40 insgesamt kriegen wir. Milch. So, dann Müsli, Essenspaket, Nahrungskit, Penicillin, halt Infektionen. Okay, das wird dann wichtig. So.
Das nehmen wir auf jeden Fall. Harvest Reis. 3 Gesundheit. Spaghetti, auch nochmal 3 Gesundheit. So, jetzt sind wir voll. Von der Gesundheit her. Ganz schön viele Effekte wahrscheinlich gerade. Das heißt, dann jetzt können wir da hinten weitermachen. Ich laufe immer noch mit zu viel Last. Das heißt, ich muss jetzt öfters mal beim Laufen Pause machen. Oder nicht allzu schnell laufen. Aber das heißt dann, wir haben nachher wieder ordentlich was zu verkaufen. So, wir müssen dahin. Beziehungsweise, warte, wir haben ja ein bisschen Ausrüstung gefunden. Anzüge ausgerüstet, Ekliptik, Navigator. Tiefminen haben wir jetzt 3-mal. Wenn wir den jetzt einmal anziehen. Luftbasiert Strahlung. So, Ekliptik oder Navigator? Was heißt SR da oben? Ich habe keine Ahnung, was macht das hier? Der gibt nochmal physischen Schaden. Noch eine Erhöhung. Energieschaden, das gibt 34. Das würde ich den hier machen. Navigator-Rucksack. Dann Anzüge. Lasse ich so, wie das ist. Hier Ekliptik. Okay, Anzugkonzern. Ah, die Dinger machen auch einen Unterschied. Okay, nicht alle. Outfit Weltraumschurke. Der sieht ja mega aus. Streetwear Lederrot. Graviplas offen schwarz, hell. Wartung. Das ist ja meins. Aber hier der Schurke, Weltraumschurke. Der hat was auf jeden Fall. Den behalten wir. Definitiv. Komm, wir nehmen das mal auch noch mit. So, müssten wir jetzt ein bisschen besser gerüstet sein. Genau, den hatten wir schon. Kaffeepackung nehmen wir mit. Oder willst du noch mehr? Ich will gerne noch mehr. Von hinten kommt noch einer. Okay. Komm nur her. Ich glaube, dass mit der Ausdauer, mit dem Sauerstoff, wird noch ein Problem. So, okay, hier, schauen wir mal. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich eher... Warte, ich mache zuerst den hier. Ja, dann ist das hier für hier. Rein theoretisch habe ich Mist gebaut. Rückgängig. Verlassen, erneuter Versuch kostet einen Digi-Dietrich. Warte, nein.
nochmal rückgängig. So, dann warte mal. Nee, das geht hier nicht anders. Dann muss ich vielleicht das hier machen. Und das hier. Und dann so und so. Okay, so hat es funktioniert, so hat es geklappt. Keine Ahnung, was ich jetzt eingesammelt habe. Schreibt der Egmont, okay. Gehen wir mal hier ran. Da sind sie alle. Noch mehr Essen. Und noch mehr Essen. Wie sollen wir zu denen hinkommen? Wie viel Muni haben wir da jetzt? 143 insgesamt. Vielleicht läuft es damit jetzt besser. So, komm. Wo sind sie? Okay. Ah, der hat ein Schild. Komm, schaffen wir doch. Ah, da oben ist auch noch einer. Komm. Und jetzt. Ah, keine Muni mehr. Komm, triff den. Haben die noch irgendwie Muni? Sei lieber gründlich. So. Hier sind noch irgendwo zwei. Und wir sind überladen. Okay, wir werden definitiv ein Waffenlieferant. Früher oder später. Oh, nice. Warte mal, wenn wir jetzt die Shotgun haben. Waffen. So, welcher waren das? Da. Coachman. Favorit. Packen wir den hier hin. So, Kampfmesser. Kraken. Maelstrom. Rettungssatz. Ripstick. Ripshank, meinte ich. Okay. Gleichen Equinox. So. Probieren wir das schöne Ding mal aus. Bei den nächsten beiden, die wir finden. Was ist das? Wir haben Herz gefunden. Was war das? Ja, hier sind noch zwei Leute irgendwo. Die rumlungern. Salat, nice. Was zu futtern? Oh, Credits. Orange. Was haben wir hier? Ich glaube, hier ist ein Weg weiter. Red Harvest Amber Ale. Ich glaube, hier müssen wir auch hin, oder? Wir schauen uns trotzdem erstmal noch um.
Isotopisches Kühlmittel. Bei den meisten Sachen habe ich wirklich keine Ahnung, wofür wir die brauchen momentan. Nö, nicht geflohen. Ich suche euch, genau wie ihr mich sucht. Overall Arbeiter. Hey, dieser Schrott fällt dir nur zur Last. Ist mir doch egal, ich nehme alles mit Herzen. Kleidung, Stift brauchen wir nicht, aber was ist das da? Wodka! Ekliptik. Ach, wir sind wieder hier. Nee, hier waren wir noch nicht, oder? Doch, hier waren wir. Ah, wir müssen wieder langsam laufen. Erstmal wieder langsam laufen, bis wir wieder Sauerstoff haben. Was ist das? So. Die haben wir auch erledigt. Und hier. Planetensystem Skulptur. Die nehmen wir mit. Die möchte ich bei mir im Schiff aufstellen. Irgendwo. Irgendwie. Mein Freund Wilby. Stiftetui. Was ist denn das? Okay, jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Hier nach unten wahrscheinlich, hier. Ist das ein Raumschiff, das wir klauen? Vanguard Moa Slate. Sorry, wenn ich ein paar Sachen der UC ausborgen musste, aber die Sternwerft wurde überrannt. Hab mein Schiff geflickt und bin unterwegs zum Neptun. Neptun? Ich werde noch einmal darum bitten, dass die Fleet hier rauskommt und sich um die Spacer kümmert. Aber bis dahin... Wenn einer von euch Verbrechern zuhört, ich bin der Geist, der euch in der Nacht euer Zeug klaut. Haut ab, solange es noch geht. Moira Otero? Er fordert die Spacer ja fast heraus, ihn zu jagen. Kein schlechter Plan. Was ist denn das? Eins ihrer Schiffe zu zerstören, steht viel besser, als gegen sie alle zu kämpfen. Okay, das ist also sein altes Schiff. Hier kann man nicht weiter. Hier auch nicht. Ach, ich wollte sie schon fast erschießen. Die Waffe ist nice. Schnapp dir, was nützlich ist. Lass den Rest da. Ich nehme alles mit. Komm. Ja, ich weiß, überladen. Aber trotzdem. Synthetischer Tutan. So, Credits. Nice, nehmen wir mit. Wasserwaage. Industrielle Werkbank. Und sonst gibt es hier nichts. Reaktives Messgerät. Lassen wir mal liegen. Boah, aber ich freue mich schon, wenn wir unser Schiff wirklich richtig ausbauen können. Wenn wir dazu schon in der Lage sind. Aber ich finde es schade, dass wir unsere Waffen, die wir mitschleppen, nicht einfach hier, wie soll ich sagen, auseinandernehmen können. Du läufst mir zu viel Last. Es ist aber immerhin nicht mehr, du trägst so viel und kannst nicht rennen. Wie früher. Okay, jetzt müssen wir hier hin. So. Gucke mal. Hier haben wir noch was vergessen.
Arbeitskleidung Siedler. Kopfbedeckung Space Trucker. Holzente. Thread Sticks, nice. Sind jetzt aber auch wirklich Sticks, so ähnlich wie USB-Sticks. Und nicht mehr so Münzen bzw. Kronkorken. In den anderen Bethesda-Spielen. Okay, hier gibt's nichts. Wo muss ich hin? Diesen Weg. So, einmal kurz durchatmen, Schalter. Und langsam durchlaufen. Was? Ach, eine Wasserwaage, okay. Ach, hier sind wir wieder. Nee, hier waren wir noch nicht. Oder wir haben den einfach vergessen. Doch, wir haben den einfach vergessen gehabt. Glaube ich zumindest. Nee, hier waren wir. Den hatten wir einfach vergessen. So. Nova Galactic Sternwerft. So. Wie sieht es jetzt mit der Tür aus, Lehrling? Ach so, ja, wir haben ja... Stimmt, hier noch ein Skillpunkt freigeschaltet. So, nicht boxen, Fitness. Können wir hier schon den nächsten machen? Verbrauche 20 mal den allen verfügbaren Sauerstoff. Okay, den können wir noch nicht. Gastronomie, Handel, Dieb, Plündern. Ballistik, Nahkampf, Laser, Pistolenzertifikat würde ich mal machen, weil wir benutzen die sehr viel. Ja, komm. Und einsteigen. Müssen wir mal schauen, wo wir jetzt hier eigentlich unser Lager finden. Wo finden wir den? Begib dich zum Neptun. Ja, aber wo ist unser Lager? Woran denkst du gerade? Etwa an Heldentaten? Nee, ich denke daran, wo mein Lager ist. Ich möchte gerne mal mein Inventar ein bisschen leer räumen. Nur... Ich habe keine Ahnung, wo die Lagerräume sind. Wie viel Geld haben wir auch mittlerweile? Würde ich auch mal gucken. 38.867 Credits. So, okay, komm. Dann heißt das jetzt erst einmal für uns nach Neptun fliegen. Abdocken. Ja. Okay, So, Tempo 0 gerade. Ah, wir müssen in die Richtung drehen. Nach unten. Da hinten ist Neptun. So. Wir können das jetzt... Ah, doch. So krass funktioniert das geil. Ich feiere das schon ein bisschen jetzt. Halt 500 Credits wurden. Da draußen treibt ein Schiff. Keine Zeit für Sightseeing. Das könnte unser Vanguard sein. Okay. Mal schauen, was das für ein Schiff ist. Da 500, stimmt was nicht. Die Schiffs werden aktiviert. Aufgepasst. Stufe 10. Vanguard an ziviles Schiff, bitte kommen. Wenn du auf
aufhörst, uns zu beschießen, antworten wir gerne. Das will ich nicht. Schwester hat mein Schiff gekapert. Ein paar habe ich weggenollt. Ihr Kraft hat mich verstört. Und ihre Moral. Wenn wir das Schiff wegballern, ist der Tod und unser Artefakt ist verloren. Wir müssen an Bord gehen. Ziel auf die Antriebe. Wenn sie ausfallen, haben wir unsere Chance. Wie mache ich das? Wo ist er hin? So, okay, warte, wo ist er? Da. Ja, ich möchte auf die Antriebe, hallo, so. Ich glaube, ich brauche da nicht das hier, sondern das hier. Für ihn. So, Ballistik. Die meisten feindlichen Schiffe können betreten werden, sobald ihr Schiffsantrieb deaktiviert ist. Du musst nah an das Schiff heranfliegen, um andocken zu können. Sobald du an Bord bist, solltest du dich auf Gegenwehr der dortigen Crew einstellen. Sehr gut. Fertig machen zum Andocken. Los, retten wir den Vanguard. Okay, nice. Schön, wie sich die Luken beim Andocken perfekt aneinander schmiegen. Mhm. So. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir da rein. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.